Hallöchen und herzlich willkommen zum dritten von vier Makramee-Videos. Tretet ein, tretet ein! Für die erste Variante habe ich ein aprikotfarbenes Garn verwendet, so circa 3 mm breit. Ich habe ein kurzes Stück Schnur verknotet, das brauchen wir dann am Ende für den Abschluss. Die Länge eines Stranges ist 5-mal vom Topfboden bis zum oberen Topfrand. Und insgesamt brauchen wir 8 Schnüre. Wobei die 8. Schnur länger ist als die anderen, weil ich die noch 2-mal um den oberen Topfrand rumgewickelt habe. Das wird dann für später der Anfang von dem ganzen Makramee. Die längere Schnur wird auf die Hälfte gelegt und oben um den Topfrand herum. Damit messe ich den Durchmesser und dann wird es auf dem Tisch markiert und die restlichen Schnüre werden angebracht. Dafür legt ihr die Schnur auf die Hälfte, führt sie unterm unteren Faden hindurch, nehmt die zwei unteren Enden und führt sie durch die Schlaufe und zieht es dann fest. Wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr euch noch entscheiden, welche Seite ihr vorne haben wollt. Dann wird alles um den Topf herumgelegt und festgeknotet. Ich persönlich finde es so einfacher, die Schnüre am oberen Rand zu befestigen und so hat man viel weniger rumgekruschtel. Die erste Reihe besteht aus einfachen Knoten. Und um den Abstand eben gleich nach oben hin zu haben, habe ich wieder eine Schablone angelegt. Die Knoten habe ich gemacht, indem ich die linke Schnur im 90-Grad-Winkel nach rechts gelegt habe, die rechte Schnur oben drüber und dann unten drunter in die entstandene Schlaufe und dann zugezogen habe. Dann der zweite Teil. Ich habe die rechte Schnur im 90-Grad-Winkel nach links gelegt, die linke Schnur oben drüber, wieder unten drunter in die Schlaufe und dann festgezogen und dann war der Knoten fertig. Die zweite Reihe wird nach dem Prinzip eines Spiralknotens gemacht, also immer der erste Teil von einem Kreuzknoten, wobei das hier mit den zwei Strängen ein bisschen anders ausfällt. Hier einfach immer die linke Schnur nach rechts im 90-Grad-Winkel, die rechte Schnur oben drüber, unten durch die Schlaufe und zuziehen und dann wieder die linke Schnur im 90-Grad-Winkel nach rechts, rechte Schnur oben drüber, durch die Schlaufe und zuziehen. So lange, immer wieder diesen einen Schritt machen, bis man die gewünschte Länge erreicht hat. Und in der dritten Reihe kommt einfach wieder dieser einfache Knoten von der ersten Reihe dran. Um das Makramee abschließen zu können, habe ich es wieder über den Topf gezogen. Den Ring, den ich am Anfang gemacht habe, lege ich jetzt auf den Topfboden und dann werden die Stränge daran geknotet. Am besten immer von der einen Seite an die gegenüberliegende Seite, dann hält es das gleichzeitig fest. Wenn das ein bisschen zu viel gekruschtel ist, könnt ihr das auch einfach mit einem Teser fixieren und den Teser später entfernen. Dann einfach noch die übrige Schnur abschneiden und schon ist es fertig. Oben in der Infobox könnt ihr übrigens die vorherigen Makramee-Videos finden. Leider habe ich hier das Video mit den Maßen verloren. Aber vermutlich ist es vom Boden bis zum oberen Topfrand die Länge mal 5 oder mal 6 ungefähr genommen. Wenigstens kann ich die Stränge nachzählen und es sind 12 an der Zahl, während der 12. wieder eben diese normale Stranglänge ist, plus 2-mal der Durchmesser. Befestigt wurde alles wie beim ersten Modell. Die erste Reihe wird mit Kreuzknoten gemacht, dafür nehmt ihr 2 komplette Stränge. Die mittleren Fäden behaltet ihr in der Mitte und den linken äußeren Faden legt ihr nach rechts über die Fäden drüber. Den rechten äußeren legt ihr
oben über den linken Faden drüber und dann unten drunter unter den mittleren durch nach links, durch die Schleife durch und zuziehen. Und um einen gleichmäßigen Abstand zu haben, lege ich wieder eine Schablone an mit der gewünschten Länge. Der zweite Teil des Kreuzknotens ist jetzt seitenverkehrt. Ihr legt den rechten Faden nach links über die mittleren, den linken über den rechten und dann unten unter den mittleren durch die Schlaufe und zuziehen. Und dann habt ihr einen fertigen Kreuzknoten. Die Schablone könnt ihr auch auf die zwei mittleren Fäden legen und dann die zwei äußeren oben drüber. Das hält dann einfach besser beim Kreuzknoten und ihr könnt auch von Anfang an gut festziehen. In der zweiten Reihe mache ich einen Spiralknoten. Dafür nehmt ihr von den oben gemachten Kreuzknoten die zwei benachbarten Strangpaare und macht den ersten Teil vom Kreuzknoten. Also ihr legt den linken Faden über die mittleren nach rechts, den rechten Faden dann über den linken, unter den mittleren durch die Schlaufe und zuziehen und dann eben wieder den linken äußeren Faden über den rechten, rechten drüber, unten drunter durch die Schlaufe und zuziehen, so lange bis ihr die Länge habt, die ihr haben wollt. Und mit der Zeit dreht sich dieser Spiralknoten eben. Die mittleren Fäden solltet ihr währenddessen auch immer gut festhalten oder irgendwie fixieren, damit sich das eben, wenn das dreht, nicht einfach der falsche Faden auf die eine Seite schleicht und dass das Muster eben so wirklich funktioniert. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen lange Fäden übrig, aber bei den Spiralknoten braucht man einfach da so ein bisschen mehr und dann ist es eher besser, wenn man ein bisschen länger macht. Ein übriges Reststück habe ich verknotet, damit dieser Ring entsteht und dann habe ich diese restlichen Fäden eben an diesen Ring dran geknotet und ich empfehle einfach die gegenüberliegende Seite dann immer als nächstes ranzuknoten, dann wird dieser Faden unten gleich fixiert und rutscht nicht mehr die ganze Zeit weg. Und ich wollte jetzt auch keine Fransen am Ende machen, weil der Topf recht weit am Boden unten hängt und da hätte das jetzt nicht wirklich schön ausgesehen und ja, braucht es nicht. Die restlichen überstehenden Fäden abschneiden und schon ist der Topf fertig. Die nächste Halterung ist jetzt kein Makramee in dem Sinne, weil ich habe nichts geknüpft oder sonstiges, sondern ich habe einfach geflochten. Ich habe es auf verschiedene Weisen probiert, aber letzten Endes habe ich das jetzt mich für diese Variante entschieden, weil ich das andere nicht hinbekommen habe. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr ja, wie man das sonst hätte machen können. Vielleicht habt ihr sowas ja schon mal gemacht. Gerne her mit den Tipps. Ein Strang ist jetzt zweimal der Durchmesser, also zweimal oben herum gewickelt. Insgesamt sind es 9 Schnüre. Ich habe immer jeweils 3 in einer Gruppe zusammen mit einem Klebeband hingeklebt, damit sie nicht verrutschen und mir so das Flechten einfacher fällt. Ja, und dann kann es schon damit losgehen. Einfach ganz normal flechten, wie man es mit einem Zopf auch macht. Ich habe ab und an mal ein bisschen festgezogen und auf die Schnüre gedrückt, damit die eben flach bleiben und es ein schönes, flacheres Zopfmuster ergibt. Das Ende habe ich dann einfach wieder mit einem Klebeband fixiert, damit es nicht aufgeht. Dann einfach den fertigen Zopf drumherum legen, bisschen fester ziehen, weil das muss ja dann später auch festhalten und darf nicht rausrutschen und markieren, wo es dann festgenäht werden soll. Ich habe die jeweiligen Enden mit einer Nähmaschine vernäht und das ging noch recht gut. Und dann, als ich es aber doppelt nähen wollte, ja, da ist mir blöderweise meine Nadel abgebrochen, war eine bisschen zu dünne Nadel dafür.
Ich bin jetzt kein Fan von Heißkleber. Wenn ihr Heißkleber verwendet, könntet ihr das auch kleben und müsstet es nicht nähen. Beziehungsweise, ich mag schon Heißkleber, aber eben nicht in diesem Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da und ja, ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Und vielleicht habt ihr auch mal einen Wunsch, was ich sonst so machen könnte. Bis zum nächsten Mal.